Bühne frei zur großen Generalprobe. Am Freitag findet in Barcelona der letzte offizielle Test vor dem Beginn der Formel 1-Saison 2019 statt. Obwohl es bis zum ersten Rennen nur noch rund 2 Wochen sind, gibt es bei zahlreichen Teams noch viele Fragezeichen. Werden sie heute beantwortet? Wir begleiten das Geschehen auf dem Circuit de Catalunya im Live-Blog. Noch immer warten wir gespannt auf eine richtig schnelle Hamilton-Runde. So langsam wird die Zeit dafür knapp, ist doch in 90 Minuten Feierabend hier im Nordosten Spaniens. Immerhin ist Luis gerade auf der weicheren C4-Mischung herausgefahren und setzt jetzt vielleicht mal ein Ausrufezeichen. 16.33 Uhr, Ferrari-Boss äußert sich. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat sich am Rande der Strecke zur Form des eigenen Teams geäußert. Er kommentierte auch die Behauptung von Lewis Hamilton, die Scuderia sei auf eine Runde gerechnet bislang rund eine halbe Sekunde schneller als die Silberpfeile. Mehr dazu: Ferrari-Boss Binotto sieht Mercedes weiter vorne. 16.24 Uhr, Kimi bald dreistellig. Der Routinier ist im Alfa Romeo weiter fleißig dabei und spult ebenfalls ein längeres Programm ab. Scheinbar ohne größere Probleme. Gleich hat er seine 100. Runde des Tages absolviert, ebenso wie vor ihm auch schon Vettel, Piat und Sainz. 16.11 Uhr, Hülkenberg unterwegs. Der Renault-Fahrer schraubt an seinem Rundenkonto, konnte aber bisher noch nicht mit einer echten Topzeit aufhorchen lassen. Allerdings ist er auch auf den weißen C2-Reifen unterwegs und befindet sich auf einem Long Run. 16.03 Uhr, das Zwischenklassement um 16.01 Uhr. Sebastian Vettel, Ferrari, 1, 16,221 Minuten, 110 Runden, 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 1, 16,561 Minuten, 71 Runden, 3. Daniel Kwiat, Toro Rosso, 1, 16,898 Minuten, 88 Runden, 4. Carlos Sainz, McLaren, 1, 16,913 Minuten, 64 Runden, 5. Romain Grosjean, Haas, 1, 17,076 Minuten, 73 Runden, 6. Daniel Ricciardo, Renault, 1, 17,114 Minuten, 52 Runden, 7. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 1, 17,239 Minuten, 63 Runden, 8. Lewis Hamilton, Mercedes, 1, 17,495 Minuten, 27 Runden, 9. Kevin Magnussen, Haas, 1, 17,565 Minuten, 26 Runden, 10. Max Verstappen, Red Bull, 1, 17,709 Minuten, 29 Runden, 11. Sergio Perez, Racing Point, 1, 17,791 Minuten, 79 Runden, 12. Robert Kubica, Williams, 1, 18,993 Minuten, 74 Runden, 13. Nico Hülkenberg, Renault, 1, 19,057 Minuten, 20 Runden, 15:58 Uhr, Alfa Romeo bestätigt Personalie. Die Kolumbianerin Tatiana Calderon bleibt auch in der WM-Saison 2019 Testfahrerin beim Formel-1-Team Alfa Romeo. Das gab der Schweizer Rennstall am Freitag bekannt. Die 25-Jährige aus der Hauptstadt Bogotá hat diese Funktion seit 2018 inne, zuvor war sie Entwicklungsfahrerin im Team. 15.53 Uhr, schneller Magnussen. Der wilde Däne greift in seinem C4-bereiften Haas seine persönlichen Bestzeiten an. Mit Erfolg gerade legte er eine 1:17,565 hin. Schneller war Magnussen in diesem Winter noch nicht unterwegs. Übrigens ist auch Lewis Hamilton auf die Strecke zurückgekehrt. Erneut auf den unmarkierten Prototypreifen. 15.47 Uhr, grüne Flaggen, Strecke wieder frei. Die Piste ist wieder freigegeben. Kimi Räikkönen im Alfa Romeo und Kevin Magnussen im Haas sind die ersten, die wieder unterwegs sind. 15.44 Uhr, gleich geht's weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass der Ferrari negativ wegen fehlender Standfestigkeit auffällt.
Der Speed bei den Roten scheint absolut top zu sein, aber Probleme bereiten weiterhin die Logroons. Da haben die Ferrari-Techniker in jedem Falle noch viel Arbeit vor der Brust. Einen offiziellen Grund, warum Vettel kurz hinter der Boxenausfahrt seinen Boliden abstellen musste, wurde uns im Übrigen noch nicht geliefert. Der SF90 wurde gerade in das schon bekannte rote Tuch und auf den Abschlepptrack geladen. In Kürze dürfte die Strecke dann wieder freigegeben werden. 15.35 Uhr, Vettel wird abgeschleppt, irgendwas muss schiefgelaufen sein beim zweiten Boxenstopp in der Rennsimulation von Sebastian Vettel. Auf jeden Fall muss diese nun abgebrochen werden, was der Scuderia sicherlich nicht gut in den Kram passt. 15.30 Uhr, rote Flaggen, Session unterbrochen, kurz nach Start und Ziel gibt es Probleme. Sebastian Vettel steht mit seinem Ferrari mitten auf der Strecke und hat damit rote Flaggen ausgelöst. Momentan ist das Training unterbrochen, 15.27 Uhr, viel los auf der Strecke im Moment, herrscht reger Betrieb auf der Piste. Allen voran der Weltmeister könnte jetzt ernst machen. Die 1:17.495er-Runde ist einmal mehr seine persönlich schnellste Runde. Damit fehlt ihm aber immer noch über eine Sekunde auf die Ferraris. 15.16 Uhr, Vettel knackt die 100. Als erster Fahrer knackt Sebastian Vettel heute die 100 Runden. Auf Platz 2 folgt Robert Kubica mit 74 Runden. Gleich drei Fahrer haben 73 Umläufe auf dem Konto. Hülkenberg und Hamilton, die erst um 14 Uhr ins Auto gestiegen sind, liegen am Ende des Feldes. 15.15 Uhr, Longruns stehen auf dem Programm. Alle Fahrer sind in dieser Phase auf den harten und mittleren Reifen unterwegs und fahren einige Longruns. Dabei ist alles wie gehabt. Mercedes ist konstant schnell, vielleicht sogar schneller als Ferrari. Wobei auch Vettel regelmäßige 1:21er-Runden dreht. Die beiden schenken sich augenscheinlich nichts. Im Mittelfeld geht es extrem eng zu. Wenige Zehntel könnten in Australien viele Positionen bedeuten. Regelrecht bemitleidenswert ist Williams, dass die rote Laterne mindestens bis nach Down Under tragen wird. 15.06 Uhr, was ist bei Red Bull los? Der gestrige Crash von Pierre Gasly hat womöglich doch größere Auswirkungen auf Red Bull. Anders ist es nicht zu erklären, dass Max Verstappen nach 5 Stunden erst 29 Runden auf dem Konto hat. Die Österreicher wollen noch nicht verraten, warum wir den Niederländer so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommen. 15.03 Uhr, das Zwischenklassement 1. Sebastian Vettel, Ferrari 1:16,221 Minuten, 93 Runden 2. Valtteri Bottas, Mercedes 1:16,561 Minuten, 71 Runden 3. Daniel Kwiat, Toro Rosso 1:16,898 Minuten, 64 Runden 4. Carlos Sainz, McLaren 1:16,913 Minuten, 64 Runden 5. Romain Grosjean, Haas 1:17,076 Minuten, 73 Runden 6. Daniel Ricciardo, Renault 1:17,114 Minuten, 52 Runden 7. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo 1:17,239 Minuten, 63 Runden 8. Max Verstappen, Red Bull 1:17,709 Minuten, 29 Runden 9. Lewis Hamilton, Mercedes 1:17,740 Minuten, 17 Runden 9. Sergio Perez, Racing Point 1:17,791 Minuten, 59 Runden 9. Kevin Magnussen, Haas 1:17,947 Minuten, 12 Runden 10. Robert Kubica, Williams, 1:18,993 Minuten, 69 Runden 11.
Nico Hülkenberg, Renault, 1:23,585 Minuten, 5 Runden, 14.55 Uhr. Williams fährt hinterher Ärger in der Fabrik, Ärger auf der Strecke. So wie es aussieht, wird Williams den Saisonauftakt mit Anlauf in den Sand setzen. Nach einer verlorenen Testwoche hat das Team den Rückstand in den letzten Tagen nicht aufholen können. Robert Kubica ist heute fleißig und hat bereits 63 Runden auf dem Konto. Allerdings scheint der Bolide mindestens eine Sekunde langsamer als die der Konkurrenz zu sein. Dass der Pole mit dem C5-Reifen nur eine 1:18,993 Minuten schafft, spricht Bände. 14.49 Uhr, Vettels, was wäre wenn Runde, mit einer Zeit von 1:16,221 Minuten führt Sebastian Vettel das Klassement aktuell zwar an, allerdings war die Runde des Heppenheimers alles andere als perfekt. Hätte Vettel in jedem der drei Sektoren seine Bestzeit egalisiert, wäre es am Ende auf eine 1:16,040 Minuten hinausgelaufen. Das ist also die Benchmark, die sich der Deutsche selbst gesetzt hat. 14.42 Uhr, Hamilton steigert sich langsam, aber sicher tastet sich Lewis Hamilton an die schnellen Zeiten heran. In einem weiteren kurzen Stint legt der Brite eine 1:17,755 Minuten hin. Man mag es kaum glauben, aber das ist die schnellste Zeit, die Hamilton in diesem Winter notiert hat. Das Ende der Fahnenstange ist diese 1:17 Uhr aber natürlich noch nicht. 14.35 Uhr, der Stint von Hamilton im Überblick, eine schnelle Runde, eine langsame, eine schnelle. Lewis Hamilton hat ausgelotet, was mit den C2-Reifen in Kiel eine Abkühlrunde möglich ist. Konstante 1:18 Uhr-Zeiten scheinen keine große Hürde zu sein. 14.33 Uhr, Vettel geht raus, nach 8 Runden biegt Hamilton in die Boxeneinfahrt ein. Fast zeitgleich kommt Vettel aus der Garage. Was zeigt uns der Heppenheimer jetzt? 14.20 Uhr, Hamilton legt los, der Weltmeister gibt sich die Ehre. Lewis Hamilton dreht seine erste gezeitete Runde auf den C2-Reifen und notiert eine 1:18,695 Minuten. Also wieder kein Qualirennen vom Briten, stattdessen ein weiterer Long Run. 14.15 Uhr, die Vorbereitungen laufen, hier eine Installationsrunde, da eine Installationsrunde. Noch ist in dieser letzten Session nicht viel passiert. Mit Sergio Perez und Robert Kubica befinden sich aktuell nur zwei Fahrer auf der Strecke. Sebastian Vettel ist nach einem Umlauf direkt wieder in die Box gefahren. 14 Uhr, weiter geht's. Die letzten vier Stunden der Formel 1 Testfahrten in Barcelona laufen. Was zeigen uns Ferrari und Vettel noch? Und was hat Lewis Hamilton im dann doch schnellen Mercedes drauf? Um spätestens 18 Uhr kennen wir die Antwort. 13.50 Uhr, Hamilton kritisiert Pirelli, bevor es in wenigen Minuten mit der letzten Session der Formel 1 Tests 2019 weitergeht, nehmen wir noch eine Breitseite von Lewis Hamilton gegen Reifenhersteller Pirelli mit. Der Weltmeister zu den neuen Pneus, ich habe darüber ehrlich gesagt nichts Gutes zu sagen. Also ist es vielleicht am klügsten, wenn ich nicht sage. 13.32 Uhr, Fernando Alonso kehrt zu McLaren zurück, der Samurai kommt zurück. Fernando Alonso wird ab sofort als Botschafter für McLaren tätig sein und zudem noch in diesem Jahr mindestens eine Testfahrt im aktuellen Formel-1-Fahrzeug absolvieren. Ich freue mich auf diese neue Rolle und die Möglichkeit, nah am Team zu bleiben, sagte der Spanier in Barcelona über seine neue Position. 13.18 Uhr, Lewis Hamilton schlägt Alarm vor seinem Einsatz in der zweiten Session des Tages, stand Lewis Hamilton den Journalisten an der Strecke Rede und Antwort. Ich glaube, die Lücke zu Ferrari beträgt eine halbe Sekunde, mutmaßte der Champion, Ferrari ist am schnellsten. Sie werden uns den bisher härtesten Kampf liefern.
Die Herausforderung wird größer denn je, erklärte der Brite, der gleichzeitig einschränkte: Tests sind Tests. Es gibt keine Belohnung für die schnellste Zeit im Test. Wir wissen viele Dinge einfach nicht, weil jeder andere Motoreinstellungen und mit anderen Spritmengen fährt. Es wird 4 Rennen dauern, bis wir wissen, wo wir wirklich stehen. 13.03 Uhr, das Zwischenklassement 1. Sebastian Vettel, Ferrari, 1:16,221 Minuten, 68 Runden 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 1:16,561 Minuten, 71 Runden 3. Daniel Kwiat, Toro Rosso, 1:16,898 Minuten, 52 Runden 4. Carlos Sainz, McLaren, 1:16,913 Minuten, 59 Runden 5. Romain Grosjean, Haas, 1:17,076 Minuten, 73 Runden 6. Daniel Ricciardo, Renault, 1:17,114 Minuten, 52 Runden 7. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 1:17,239 Minuten, 61 Runden 8. Max Verstappen, Red Bull, 1:17,709 Minuten, 29 Runden 9. Sergio Perez, Racing Point, 1:17,791 Minuten, 36 Runden 10. Robert Kubica, Williams, 1:18,993 Minuten, 47 Runden, 12:55 Uhr, Kimi steht. Rote Flaggen in Barcelona. Kimi Räikkönen muss seinen Alpha nach Kurve 2 abstellen. Es sieht alles nach einem technischen Defekt aus. Das war's dann mit der Action am Vormittag. Um 13 Uhr geht es in die Mittagspause, die durch den Defekt des Finnen ein paar Minuten früher beginnt. 12.50 Uhr die Teams im Vergleich. Der Formel-1-Experte Karun Chandok hat sich die Antwort der Teams auf Kurve 12 einmal genauer angesehen. Was dabei sofort auffällt: Bottas und Vettel wählen am Kurveneingang eine ganz andere Linie, weil sie mehr Abtrieb bei der Ausfahrt aus Kurve 11 zur Verfügung haben. Räikkönen und Ricciardo haben diesen Luxus nicht. 12.44 Uhr, ein Blick auf die Mittelfeldteams, während vorne die Post abgeht, hat sich auch bei den Teams, die im vermeintlichen Mittelfeld um Punkte kämpfen, einiges getan. Ein kurzer Überblick: Daniel Kwiat steht mit seinem Toro Rosso und einer starken 1:16,898 Minuten derzeit auf Platz 3. Carlos Sainz ist nur 0,015 Sekunden langsamer und Vierter. Romain Grosjean, Daniel Ricciardo und Kimi Räikkönen folgen auf den weiteren Plätzen. Überraschend weit hinten ist Max Verstappen zu finden. Der Niederländer hat allerdings viele ältere Teile am Auto, nachdem sein Teamkollege Pierre Gasly gestern einen Großteil der neuen Teile zerstört hat. Abgeschlagener Letzter ist wie erwartet Robert Kubica, der es im Williams auf 44 Runden bringt und dabei eine Bestzeit von 1:18,993 Minuten notiert. 12.37 Uhr und wieder Vettel, Wahnsinn! Vettel drückt seine Bestzeit auf 1:16,221 Minuten und lässt dabei im dritten Sektor sogar noch 0,180 Sekunden auf seine vorherige Zeit liegen. Das zeigt, die 1.15 Uhr ist auf jeden Fall möglich, zumindest für Ferrari. 12.35 Uhr, Vettel über Rücktrittsgedanken. Sebastian Vettel hat sich im Sportbild-Interview zu seiner Zukunft geäußert und Folgendes erklärt: Ich glaube, es ist klar, dass ich nicht mehr im Frühling meiner Karriere bin. Andererseits hat man mit 31 gerade in unserem Sport noch viel Zeit. Wenn man zurückschaut, war Michael Schumacher sogar einen Tick älter als ich jetzt, als er mit Ferrari den ersten Titel gewinnen konnte. Und Lewis Hamilton ist auch 2 Jahre älter als ich. Rücktrittsgedanken habe ich noch längst keine. Im Gegenteil, ich tue alles dafür, um mir meinen Traum vom Titel mit Ferrari zu erfüllen. Und was meine Familie betrifft, die unterstützt mich dabei und steht mir nicht im Weg. 12.30 Uhr, Ferrari legt noch einmal nach. Sebastian Vettel will es jetzt wissen und verbessert seine eigene Bestzeit abermals um ein paar Hundertstel.
Mit einer 1:16,333 Minuten führt der Deutsche das Feld nun an. Wirklich perfekt war aber auch diese Runde nicht. Es scheint, als hätte die Scuderia noch ein 2/10 in der Hinterhand. 12:27 Uhr, Prost zur Stallorder bei Ferrari. Sollte es in den ersten Rennen der Saison zu bestimmten Situationen kommen, in denen Ferrari eine taktische Entscheidung treffen muss, wird Sebastian Vettel den Vorzug vor Charles Leclerc erhalten. Was die französische Legende Alain Prost davon hält, erfahrt ihr hier. Bindestrich größer als Prost lobt Stallorder-Entscheidung bei Ferrari. 12:15 Uhr, Vettel fliegt zur Bestzeit. Eine echte Ansage von Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot knallt eine 1:16,352 Minuten raus und setzt sich mit dieser Zeit an die Spitze des Klassements. Laut Autosport hatte der Heppenheimer dabei sogar nur die C4-Reifen drauf, andere Beobachter schreiben dagegen von C5 Neuss. Das dürfte wohl auch korrekt sein. 12:11 Uhr, beeindruckender Stint von Bottas, mehr gute Nachrichten für Mercedes. Valtteri Bottas legt eine hohe 1:17 Uhr Zeit vor, lässt eine 1:18 Uhr und anschließend mehrere 1:19 Uhr Runden folgen. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Silberpfeil sanft zu den Reifen ist. Das macht Hoffnung für den Saisonauftakt in Melbourne. 12:01 Uhr, das Zwischenklassement 1. Valtteri Bottas, Mercedes 1, 16,561 Minuten 48 Runden 2. Carlos Sainz, McLaren 1, 16,913 Minuten 46 Runden 3. Sebastian Vettel, Ferrari 1, 16,929 Minuten, 50 Runden 4. Daniel Ricciardo, Renault 1, 17,114 Minuten, 40 Runden 5. Romain Grosjean, Haas 1, 17,575 Minuten, 62 Runden 6. Daniel Kwiat, Toro Rosso 1, 17,599 Minuten, 39 Runden 7. Max Verstappen, Red Bull 1, 17,709 Minuten, 29 Runden 8. Sergio Perez, Racing Point 1, 17,849 Minuten, 33 Runden 9. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo 1, 17,934 Minuten, 44 Runden 10. Robert Kubica, Williams, 1, 19,041 Minuten, 35 Runden, 11:48 Uhr, auch Vettel dreht auf, jetzt kommt Schwung in die Sache. Sebastian Vettel zieht den C4 auf, jagt den Ferrari um den Kurs und notiert eine 1:16,929 Minuten. Das reicht im Tagesklassement zu Platz 3 und ist ganz nebenbei die beste Zeit, die der Deutsche bei den Testfahrten bisher verbucht hat. 11:42 Uhr, Bottas mit der nächsten Ansage. Das sieht schon eher nach dem Mercedes-Speed der letzten Jahre aus. Auf dem C5 brennt Valtteri Bottas eine 1:16,561 Minuten in den Asphalt. Zur Erinnerung, die absolute Testbestzeit von Ferrari steht bei 1:16,231 Minuten. Finden die Silberpfeile noch die fehlenden 3/10? Sie scheinen zumindest auf dem richtigen Weg zu sein. Rechnet man den Hamilton-Faktor noch dazu, ist der Abstand auf jeden Fall im erträglichen Bereich. 11:40 Uhr, Vettel macht einen Sprung, tastet sich Vettel jetzt langsam an die Topzeiten heran. Der Heppenheimer verbessert sich auf einen Schlag um eine halbe Sekunde und notierte eine 1:17,939 Minuten. Von den schnellen Reifen lässt die Scuderia aber noch die Hände weg. 11:30 Uhr, Ricciardo mit neuer Renault-Bestzeit, ist das ein Grund zur Hoffnung? Oder doch eher ernüchternd? Daniel Ricciardo zieht den C5-Schlappen auf und verbucht eine Rundenzeit von 1:17,114 Minuten. Das ist die beste Renault-Zeit des Winters. Aber die Lücke zu den Top-Teams ist doch ziemlich groß. Das hatten sich die Franzosen sicher anders vorgestellt. 11:24 Uhr, was ist bei Ferrari los?
Sebastian Vettel liegt mit 36 gedrehten Runden unter den Kilometerfressern heute nur im Mittelfeld. Mit einer Zeit von 1:18,435 Minuten rangiert der Deutsche sogar weit hinten im Klassement. Vettel hat bislang weder die C4 noch die C5-Reifen aufgezogen. Die Longruns stehen demnach ganz klar im Fokus der Scuderia, die in diesem Bereich noch Nachholbedarf sieht. Früher oder später wird aber auch Vettel auf Zeitenjagd gehen. Vielleicht ja sogar im Head-to-Head mit Lewis Hamilton am Nachmittag. Unterdessen ist ein neuer Video von Vettels Crash am Mittwoch aufgetaucht, das zeigt, wie der Heppenheimer zum hilflosen Passagier wurde. 11.14 Uhr, eine Runde im Alfa Romeo. So sieht eine Runde auf dem Circuit de Catalunya im Jahr 2019 aus der Fahrerperspektive aus. 11.10 Uhr, das Zwischenklassement 1. Carlos Sainz, McLaren, 1:16,913 Minuten, 26 Runden 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 1:16,960 Minuten, 35 Runden 3. Romain Grosjean, Haas, 1:17,575 Minuten, 43 Runden 4. Max Verstappen, Red Bull, 1:17,709 Minuten, 29 Runden 5. Daniel Ricciardo, Renault, 1:17,772 Minuten, 34 Runden 6. Daniel Kwiat, Toro Rosso, 1:18,245 Minuten, 28 Runden 7. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 1:18,255 Minuten, 30 Runden 8. Sergio Perez, Racing Point, 1:18,261 Minuten, 27 Runden 9. Sebastian Vettel, Ferrari, 1:18,435 Minuten, 36 Runden 10. Robert Kubica, Williams, 1:19,786 Minuten, 25 Runden 10:57, auch Bottas knackt die Grenze, da geht noch mehr. Bottas verbessert sich auf den C4 auf 1:16,960 Minuten. Zur Erinnerung, Charles Leclerc hatte zur gleichen Zeit am gestrigen Tag auf ähnlichen Reifen eine 1:17,0 und 1:16,9 auf dem Konto. Ist Mercedes vielleicht doch nicht so weit weg von der Musik? 10:50 Uhr, die 1:17 Uhr ist gefallen, es geht im Moment Schlag auf Schlag. Sainz verbessert seine eigene Bestzeit und schraubt sich auf 1:16,913 Minuten runter, wieder auf dem C5. Auch Ricciardo und Räikkönen sind in diesen Minuten draußen und machen Kilometer. Der Fast Friday scheint seinem Ruf gerecht zu werden. 10:38 Uhr, Sainz kontert postwendend. Das war es schon wieder mit dem Platz an der Sonne für Mercedes. Carlos Sainz legt im ersten und zweiten Sektor einen fantastischen Ritt hin, stellt jeweils zwei neue Bestzeiten auf und klettert mit einer 1:17,026 Minuten an die Spitze des Klassements. Der McLaren geht auf einer Runde auch heute richtig gut. Kleine Einschränkung, im Gegensatz zu Bottas war der Spanier auf dem C5 unterwegs. 10:32 Uhr, Bottas haut einen raus, endlich zeigt Mercedes, was auf einer Runde im W1-0 steckt. Valtteri Bottas stellt einen...